So, mein Sohn, nun darf ich dich bitten, mir zu folgen. Du darfst dich erheben. Ach, ihr habt alle Handys weggestört und so. Wir wollen nur einen einzigen, den mit dem wenigsten Equip. Aber warte mal, ich kann nicht so gut reden und schießen und denken gleichzeitig. Ja, Flo ich bin, macht ich bin ja. Monotaskingfähig. Aus. Guten Tag, was guten Tag. Hier ab, ich bin hier ab. Wollt ihr mich? Klassentreffen. Hallöchen. Klassentreffen ist vorbei. Ja, Klassentreffen. Richtig, wir reden hier nur. Bin ja. Noch nicht in der Schule. Ich kann so, dir einen Headshot geben, falls das ist. Der Pablo kommt mal hier um die Ecke mit. Der nimmt mal die Waffe runter, bitte. Waffen runter. Doch, so läuft das hier. Was ist denn jetzt schon wieder? Guck mal, Pablo, wenn man einmal farmt, ne? Instant hier rumgeballt. Ey, sag die Waffe runter, das hagelt. Und geht alle in Deckung. Wird einer jetzt runtergenommen? Hat er für mich Handschellen? Ja. Ja, geh weg. Die Waffe auf dem Rücken, alle. Der andere auch, die Waffe auf dem Rücken. Waffe auf dem Rücken! Was machst du da? Sprechen wir Chinesisch oder was? Waffe auf dem Rücken. Schneller und sagt, ihr habt ihnen die Handys abgenommen. So, wir haben euch die Handys abgenommen. Keine Polizei. Keine Polizei, wir haben euch die Handys abgenommen. Wir haben ein Störsignal der göttlichen Macht, sagt es mal so. Wir haben das Störsignal der göttlichen Macht. Ja, und der Tommy Knoxville, droppt mal bitte seine Waffe für den Tommy. Und der Tommy, ey, Schnauze! Tommy, Waffe runter, Waffe droppen. Oh, das ist ein AK. Ja, deswegen droppt er die ja auch. Tommy, Waffe droppen. Keine geht falsche Bewegung, mein Freund. Und die Magazine dazu bitte auch. Ist jetzt besser. Nee. So, einer muss mal hinten absichern nochmal bitte. Ja, du brauchst eine neue Niere. Aber in Knoxville war auch immer. Magazine auch bitte und dann einen Schritt zurücktreten, danke. Ich hab so. Nur einen, tut mir leid. Klick hier hinten auf. Jungs, machen wir ein bisschen Platz hier, ne? Mr. Wolf und Max. Danke. Komm, Pablo. Immer dank. Soll ich von hinten absichern, Jungs? Sag ich mal, wir werden ihr jetzt mitnehmen und ihm die göttliche Macht zeigen. Passt so, mal auf sein Mail auf mit der Waffe, alle. Wir nehmen euch jetzt mit. Ne, Schiff. Was ist Fessen? Shift O? Ja. Shift O, ja. So, Hände über den Rücken. Ich muss hier nur einmal durch, Achtung. Jawohl. Ey, du bleibst wo du bist. Du weißt, wo du bist. Bleib stehen. Ich muss hier nur einmal, bitte einmal. Schiff. Nein. Wie knockt man noch jemanden da? Der hat auch eine Waffe. Passt auf, der hat auch eine Waffe. Der hat eine... Pablo zurück, wenn nicht, wird's hässlich hier. So, wir zeigen euch. Pablo auf, der hat auch eine Waffe, alle. Wir nehmen euch jetzt mit. Hallo. Nee. Wie knockt man nochmal jemanden down? Shift V. Darf mal weiterreden? Ja, jetzt darfst du weiterreden. Was wolltest du sagen? Jungs? Nee, ich dachte, wir wollten noch weiterreden. Kommt mal mit, ja. Nehmt den, kommt mit und dann steigt ein. Einer geht als Fahrer rein, dass ich den Typen nicht als Fahrer reinsetze. Geh als Schütze rein. Ja. Ich geh als Letzter rein, okay, weil ich den im Auge behalt. Ihr wartet jetzt hier noch eine Minute, dann dürft ihr weitermachen. Wieder? Lass Auto auf, bitte. Okay. Eine Minute, viel Spaß. Okay. Lass Auto auf. Ja. Ist offen? Ja. So, mein Freund. Ist ein Fahrer dort drin. Fahrzeug ziehen. Geh mal einer rein, das Fahrer. Ja, warte. Ja, perfekt. Ist er drin? Ja. Lass, wer fährt? Ich, Solman. So, mein Freund, wir haben dich okay. Wir können aber gerne aus dem Map, oder? Nee, nicht wirklich, deswegen. Lass mich fahren. So, also, jede Frage, die wir stellen, wird von dir ab sofort mit Ja oder Nein beantwortet. Es gibt keinen vielleicht. Ist das klar und deutlich angekommen? Da kommt noch ein Auto. Vielleicht. Steig ein, wir wollen hier weg, los. Steig ein. Ja. Schneller. Los. Das sind sie. Nee, einer von denen. Ja, pass auf mir auf, Alter. Also, für vielleicht kriegst du gleich nochmal einen aufs Maul, wenn wir ausgestiegen sind. Ja. Wir werden dich jetzt vor dem Angesicht von Gott stellen. Und dann werden wir sehen... Ich bin ja schon hier. Du kannst mich nicht vor mich selber stellen. Das Sage ist nicht unsere Gottheit. Du bist nicht unsere Gottheit und wir beten auch keine falschen Götter an. Und falsche Götter werden vor dem Angesicht des wahren Gottes gerichtet.
Polizei! Oder? Nee, Medic, Medic, chill. Ja, weil wir den Typ kaputt gemacht haben. Ah, alles klar. Gut. Also du musst, wenn du kooperierst, dann wird dein Leben unter Umständen verschont. Weißt du, ich hab und wenn du einer Gruppierung, wenn du einer Gruppierung angehörst, solltest du die Gruppierung, sobald wir es dir sagen, oder wir werden sie informieren und dann werden wir mal gucken, ob deine Gruppierung noch mit dir rechnet oder auch nicht mehr rechnet. Und dann gucken wir mal, wie nett die sind. Ich muss echt noch ein bisschen üben, ja. Ey. Nee, wie viel er seiner Gruppierung wert ist. Ja. Wie viel du deiner Gruppierung wert bist, sagen wir es mal so. Ja. Was wir für eine Kollekte an die göttliche Macht abgeben möchten. Ich lasse meine Gruppierung raus. Ja, sag ich mal, das geht nicht, weil irgendjemand muss für ihn bezahlen. Das geht aber nicht, irgendjemand muss für dich bezahlen. Sonst springt er raus. Ja, laber ihn, geh weiter mit ihm, dass wenn er jetzt Mist macht, ja, er wird sein Gear droppen, wenn nicht, gibt's Klatsche. Ja, also. Du wirst deine Ausrüstung gleich ablegen, ansonsten gibt's hier mächtig Klatsche. Er darf nur nackt den heiligen Ort betreten. Ich kann sie leider nicht verstehen, der Helikopter ist zu laut und meine Hände sind gefesselt, um ihr Ohrenstöpsel reinzumachen, tut mir leid. Ja, sag ihm, du machst sie ein paar rein. Ich mach ihn eben rein, Moment. So, jetzt sollte es gehen. Ah, ist schon besser. Sehr schön, sehr schön. Also, wenn wir gleich vor die heilige Gottheit treten, in den geweihten Gewässern, dann wirst du deine Ausrüstung droppen, weil du so vor dem Angesicht unseres Gottes treten wirst. Und wenn dir nur ein bisschen was an deinem Leben liegt, solltest du unseren Befehlen Folge leisten. Ansonsten können wir für nichts mehr garantieren. Unser Gott ist da sehr, sehr strikt. Ja, dann werde ich mich im Einzelnen. Kein Problem, wie gesagt, stellen Sie mich vor Ihren Gott. Ich würde mich nicht vor ihm aussehen. Ich erkenne Ihren Gott nicht an. Unser Gott sieht aber sehr gut aus. Zwei LKWs. Ich habe Ihren Gott noch nicht gesehen. Hm. Jungs. Vielleicht wirst du ihn gleich sehen. Auf jeden Fall ist das schon eine ziemliche Augenweite. Vielleicht. Aber ich hätte noch einen Termin. Also um 7 müsste ich beim Pilatuskurs sein. Um 7 musst du beim Pilatuskurs sein? Ach vielleicht. Ey. Kannst du da nicht anrufen und sagen, vielleicht, dass die... Vielleicht irgendwie einschieben. Das kriegen wir bestimmt hin, wenn du dir mal... Vielleicht kontaktieren wir den Pilatuskurs auch. Vielleicht sind die bereit, ein bisschen was für dich zu zahlen. Der Pilatuskurs soll für mich zahlen. Die kennen mich doch nicht mal. Also die kennen quasi nicht mal meinen Namen. Ich habe mich doch bloß angemeldet, dass ich da gerne einen Termin hätte. Ja, aber wenn du nicht auftauchst, dann versuchen die dich bestimmt zu erreichen. Dann werden die eine Vermisstenmeldung abgeben. Und irgendjemand wird schon auf die Vermisstenmeldung aufmerksam werden. Dann wird auch jemand zahlen dafür. Sagen wir dem irgendwie, dass wir von der Polizei Lösegeld gefordert haben, oder nicht? Ach nicht, stimmt, wir können ja doppelt kassieren, ne? Was meinst du, doppelt kassieren? Hat denn jemand überhaupt schon was gefordert, oder noch nicht? Ja, Daryl, oder? So. Ja, ja, hab ich. Der heilige Strand. Ich gehe davon aus, dass es der heilige Strand ist. Ah ja, es ist immer alles heilig. Ja. Das ist gut. So heilig wie ich. Spaß.
Schon mein Sohn. Nun, darf ich dich bitten, mir zu folgen? Du darfst dich erheben. Stell dich bitte hier in den Mittel. Du hast jetzt das letzte Mal bei unserem letzten heiligen Lied die Möglichkeit, darüber nachzudenken, ob du Freunde oder Bekannte hast, die uns noch helfen können. Ansonsten werden wir gemeinsam mit dir den blutigen Pfad Gottes beschreiten. Wie gesagt, ich habe keine Freunde, keine Bekannten. Sound resumed. Bist du denn hier ganz allein unterwegs auf der Insel, mein Sohn? Korrekt. Ja, das glaube ich dir glaub nicht, so ganz. Niemand ist hier alleine auf Altes unterwegs, mein Sohn. Tanoa! Wir sind ja auch nicht in Altes, wir sind auf Tanoa. Ja, hier aber auch nicht. Aber auch der Kult ist überall, wir sind auf Altes, Stratis und Tanoa. Niemand ist nirgends alleine. Jeder hat Freunde. Richtig, aber wie gesagt, die sind momentan ausgereist. Da kann ich auch nichts für. Die Polizei möchte dir auch nicht helfen, sie melden sich nicht. Tut mir leid für dich. Zufällig auch Dubstep im Angebot. Sound resumed. Tut mir leid, mein Sohn. Wir müssen die heilige Musik der heiligen Kirche von Tanoa respektieren. Aber bitte schieß uns nicht irgendwie. So, Tommy, mein Sohn, ich bitte dich jetzt nochmal. Du sagst mir, das heilige Ritual ist versteckt oder irgendwie sowas. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, mein Sohn, bevor wir das heilige Ritual verstrecken? Irgendwas, was dich belastet und du noch loswerden willst? Was passiert denn bei der Vollstreckung, bei dem heiligen Ritual? Da wird ein qualvoller Tod sterben. Du wirst vermutlich einen qualvollen Tod sterben. Okay, warum das? Nur weil ich keine Freunde habe, die für mich bezahlen könnten? Wir haben dein gotteslästerliche Verhalten vor Wochen beobachtet und uns ganz genau ausgesucht. Okay. Ja, du kannst immer fragen, ob noch neue Freunde braucht. Wir geben dir jetzt noch eine letzte Gelegenheit, darüber nachzudenken, aus dieser haarigen Situation zu entkommen. Möchtest du vielleicht einen Haufen neuer Freunde finden? Inwiefern? Naja, auf deine bisherigen scheint ja kein sonderlich guter Verlass zu sein. Wollt ihr die anwerben? Ja. Da kann ich ja nichts für, wie gesagt, die sind momentan nicht im Lande. Aber wenn nicht kooperativ zu sein. Was sagt er? Ja, die sind immer noch ausgereist, die... Ich glaube, der hat welche. Ja, sag, wenn er keine neuen Freunde braucht und seine nicht da sind, dann würde das Ritual ist vollstreckt und würden am qualvollen Tod sterben. Na gut, dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als das Ritual zu vollstrecken. Also ihr wollt mich jetzt töten, nur weil meine Freunde, die ich nicht habe, nicht für mich zahlen können? Das ist korrekt, ja. Das ist korrekt, ja. Die Kirche von Tanoa muss sich finanzieren. Warte mal, ob er uns Geld geben kann. Will. Hat er ja schon verneint. Achso. Ja. Ja,
dann knall ich ihn jetzt ab, ne? Warte. Such dir eine passende Stelle aus. Auf. Warte. Achso. Sound muted. Sound resumed. Okay, jetzt zieht ihr sein Stuff an, das war's. sehr schön. Das war super. Oh, ey, der hat für deinen AK noch voll viele Magazine und sowas Aufsätze. Natürlich, aber voll viele Aufsätze. 10 Magazine? Der hatte so viel, Nein. Der hat bestimmt so viel Kohle. Echt, hier ist Red Bull?